Bethesda. Cinemax Online. Havoc. Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Und drei große Allianzen kämpfen um ihn. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem neuen MMO-Let's Play-Spiel. Ich werde demnächst nicht der Einzige sein, der hier mitspielt. Dazu wird auch dann der Sammy dazukommen, dann die Zombie-Frau und die Eulinchen mit auch dazu gestoßen. Aber wir starten erstmal solo, weil ja gut, das ist ja normal, man muss ja erstmal Vorschau und alles machen. Und wir werden uns erstmal hier durch den Charakteraufbau friemeln und mal gucken, was es hier alles so gibt. So, wir haben Männlein und Weiblein hier. Ja, sieht aus wie ein Raider, ne? All Out lässt grüßen. Ja. Der hat eigentlich so fast Ähnlichkeit wie meine Wenigkeit. Nein. Ich würde sicherlich besser aussehen. also, wir gehen mal weiter. Es gibt drei Allianzen. Das Dolchsturzbündnis. Das ist diese Wenigkeit hier. Dann gibt es das Altmerie-Dominion. Ist so dieser Herr mit Wolf verschnitt. Da. Moment. Also wir gehen erstmal die Allianzen durch. Ne? Dann gibt es noch der Ebenherzpakt. So, das sind die drei Allianzen, die es gibt. Zu den drei Allianzen gibt es noch Völker. Hier unten 9 Stück an der Zahl. Zumindest bei mir. Es kann sein, dass es noch weitere gibt, die man da kaufen kann. Weiß ich jetzt nicht. Zumindest in meiner Version ist jetzt 9 Völker. Wir haben einmal Bretonie. Das bin ich, euer. Ah, das sieht aus so wie
Oh ja. Ich hab kein Essen gekriegt. Oh. Ja. Dann haben wir den Ork. Ja, sieht ein kleines bisschen grimmig aus. Hm. Wo ist mein Essen hin? Ich brauch euch. Und ich heiße. Dann haben wir Rotwarndon. Der sieht so. Wow. Ey Mann, jo, was geht, Alter? Ich bin so cool. Ja, das ist so ein relativ cooler Charakter, muss man sagen. Sieht auch neutral aus. Finde ich gerade so ein bisschen so interessant vom Geschmack her, vom körperlichen. Sieht wenigstens normal aus, nicht so. Ja. Aber wir schauen mal, was ich nehmen werde. Dann haben wir bei der anderen Allianz gibt es einmal den Hochelf. Der hat so. Ja, der guckt so ein bisschen so. Na. Naja. Oh, der Waldelf, der ist ein kleines bisschen kleiner als der Hochelf. Ich bin so klein. Elfen, ist klar, zeichnen sich aus durch die spitzen Ohren. Und diese Wenigkeit zeichnet sich irgendwie aus als eine Hauskatze. Miau. Ja. Das wäre dann der Kaid, sozusagen. Weiblich sieht das Ganze dann so aus. Ich glaube, die Haare sind nämlich gleich, ne? Ja, Haare sind gleich. Dann haben wir hier drüben noch den Argonier. Oder Argonier. Das ist so eine Echsenart. Sieht auch sehr gut aus. Dann gibt es noch den Dunkelelf. Der sieht ein bisschen grünlich im Gesicht aus. Aber die Augen gefallen mir, sehen gut aus. Sehr nice. Und Nordhammer. Kann man im Prinzip sagen, sieht aus wie eher nur ein bisschen dunkler gehalten und kleiner etwas. Also hier, Rotwarndon. Ja, wir suchen uns jetzt mal hier ein aus. Also die haben noch natürlich auch gesagt Fähigkeiten hier. Jeder zeichnet sich mit einer Fähigkeit aus. Weil ich jetzt natürlich schwanken tue, was wir nehmen sollen. Was nehmen wir denn jetzt mal hier am besten? Das ist immer so schwierig, so solche Charaktere auszusuchen. Man kann ja drei Charaktere machen im Spiel. Klar, man kann es auch löschen, man kann neu darstellen. Man kann ja auch mal versuchen, mit allen neuen durchzukommen. Ich würde den Rotwarndon würde ich jetzt nehmen. Wie gesagt, ich kenne mich im Spiel nicht aus, absolut nicht. Aber wir werden das ja sehen, wie das so vonstatten geht.
Ja, wir nehmen den hier, das Männlein. Ich versuche einigermaßen nach meinem Charakter zu kommen, beziehungsweise, ja, ich nehme halt meistens gerne einen männlichen Charakter. Könnte auch mal versuchen, meinen weiblichen Charakter zu nehmen und mal schauen, wie das dann funktioniert. Ja. Wir bleiben aber bei dem. Erstmal. So, dann haben wir Klasse. Hier kann man noch ja, was es ist, zum Beispiel Drachenritter. Ich persönlich bin gerne der Magier, der Zauberer. Ja, mache ich einfach gerne, das wird ein Zauberer. Ist meistens immer schwerer zu spielen bei MMOs. Oder ich der Templer hier auch interessant. Diese wandernden Ritter rufen die Mächte des Lichts und der sengenden Sonne an, um ihren Gegnern massiven Schaden zuzufügen, während sie bei ihren Verbündeten leben, Marika und Ausdauer wiederherstellen. Und wenn wir in solchen großen Kämpfen kommen, dann sollten wir eigentlich auch geschickt uns mit heilen können, ja? Wir nehmen den Templer hier mal. Mal gucken, wie der sie macht. Man sieht auch hier, wie er dann später aussieht in Champion-Rüstung. Sieht eigentlich schlecht aus. Als Magic, wow, oder Zauberer ist das auch nicht schlecht, das Gewand. Nachtigall, jo. Sieht ja mal auch richtig geil aus, ne? Also wenn es nach dem Aussehen geht, ist klar, würde ich eher das hier nehmen. Weil das sieht schon sehr, sehr geil aus. Glück und Geschick. Das ist jetzt so eine Frage, Menschenskinder. Ich denke mal, da wird es bestimmt auch noch andere Formen geben. So hier jetzt. Von der Farbe her. Wisst ihr was? Wir nehmen den hier.
Wir versuchen das einfach mal. Ja, Körper. Wir können doch den Körper anpassen. Man sieht dann hier, wie er nackt aussieht. Mit einer feineren Unterhose. Ja, Hautfarbe, dann passt soweit. Körpergröße. Ich bin so klein. Nein. Wir machen so etwa. Jo. Jo. Was geht? Oh, klein Bierbauch, hä? Ich bin so dünn. Ich glaube, ich schaff das nicht. Wir gehen mal hier so ein bisschen. Ja, so. Weil er sollte ja auch ein bisschen was können, der Kerl, ne? Wenn er schon in den Krieg zieht und ja, die bösen Mächte siegen. Sollte, dann machen wir das mal so. Ah, noch ein bisschen. So. Ja. Erscheinungsbild. Die Farbe lassen wir so. Schön leicht gebräunt. Sieht gut aus. Narben. Ach, das waren Narben gewesen. Ah, das sieht aus wie, naja. Was ist das für Narben? Das sind ja keine Narben, das ist ja Kriegsbemalung hier. In schwarze Farbe gefallen. Jo. Genau, Skeletor. So dezent. Ich mach das so mal. So, Oberkörper. Ach du Schreck. Gibt's aber auch viel noch zu machen, ja. Genau. Schulterbreite. Mal so Brust. Ja, ich würde sagen, wir lassen die einfach mal so, wie sie sind. Und dann sind wir nämlich nächstes Jahr noch dran hier. Also man kann aber auch sehr viel hier einstellen. Unterkörper, Gesäß, Hüfte, Beine, Füße. Er sieht ja relativ gut aus, wie ein normaler Mensch, der jetzt ja in den Krieg zieht, wie der da hinten zum Beispiel, der da pausiert. Wir lassen den so. Gesicht. So, was können wir da jetzt machen? Hm? Gucken wir mal. Kantik. Tja, wie machen wir das denn? Ich würde sagen, wir machen so eine Mischung zwischen kantig und heroisch. So. Stimme. Yeah! Gottes Willen.
Die passt natürlich nicht dazu. Ja! C wäre vielleicht... Ja, das haben wir schon gehört hier. Naja. Ja, wie lassen die mal mit H? Klingt dann gleich gut hier. Da hat er gerade einen Haufen gelegt. Haare. Die Haare. Was haben wir denn da? Gar keine Haare. Cool. Boah, sieht so ein bisschen cool aus. Stylisch. Boah. Hm. Das haben wir ja gehabt hier. Ich bin der Raider. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Was ganz ausgefallenes. Oh. Krass, wie viele Luxus hier gibt, ne? Hm. Das muss natürlich nicht sein. Das sieht doch gleich Jahre älter aus, der Kerl. Ist so schwer hier, das ist so schwer, ist mit den Haaren aussuchen und alles und da. Ich werde gleich noch mal was ändern, denn ich habe nicht gewaschen. Zwei Zipfel, geil. Hm. Nehmen wir den mal da jetzt am besten. Eigentlich sieht ja. Das sieht auch schon richtig nice aus, ne? So ein bisschen wie so bei The Witcher, ne? So die Leute so. Oh. Vorne war noch irgendwo was, ne? Normale Frisur. Ja.
fand ich schon nicht schlechter. Lange Haare, ja, kann man machen. Ich glaube, ich nehme den hier. Der sieht gut aus, ja. Ah! So. Dann lassen wir das Ding. Ah, Farbe. Jungle Graut. Einiges bisschen. Also werden auf jeden Fall nicht jetzt alles durchgehen. Also ihr seht ja, das ist eine ganze Menge. Ne? Das Alter wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich bin so alt. Also alt sind wir nicht. Aber leichtes Alter knallen wir mal rein. Ja, wie ihr sehen könnt, wie gesagt, kann man wirklich eine ganze Menge machen, ja. Das ist echt enorm, was man hier wieder alles einstellen kann. Vielleicht so eine kleine Narbe wäre nicht schlecht, ne? Ja, so, vielleicht übers Auge so ein bisschen, eine Klinge drüber gezogen, ja, das passt doch. Verzierung. Nice! Machen wir Alter ein klein bisschen jünger hier. Ach so, das ist ja klar. So, ne? Das sieht jetzt auch richtig geil aus. Vielleicht nicht gleich ganz die langen Haare. Da ist ja, glaube ich, noch mal so. Sieht auch nicht schlecht aus, Mensch. Ja, das ist ja echt übel, das ist übel. Ja, komm, was soll der Geiz? Wo haben wir? Das hier, ne? Oder das letzte hier. Ja, wir lassen mal das so. So. Wir haben den Malo und lassen wir. Ja, Gesicht, ja. Wie gesagt, man kann hier wirklich sehr viel machen. Augen würde ich gerne. Hellbraun? Nehmen wir mal hellbraun, ne?
ihr sagt ja so, das kann man ja wirklich Augenhöhe, Augenabstand, Augenneigung, Augengröße, Augenbrauen kann man alles, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Nase, Mund, Ohren. Wir lassen den Charakter aus. Er sieht ja jetzt relativ annehmbar aus. Auch in der Champion-Rüstung. Oh, wenn ich mal baden gehe, dann passt. So. Ich wollte aber noch was hier ändern. Und zwar... Wer macht denn sowas? So. Da haben wir ja gesagt, den wollten wir ein bisschen hier so drin lassen, genau. Okay. So, jetzt kommt der Name. Wenig Zeichen. Ja klar, habe noch nichts eingegeben. Wie soll denn unser cooler Champion aussehen? Ist jetzt immer so eine Sache mit den Namen immer. Wie soll der Champion aussehen? Ich mache hier mal einen ganz kurzen Cut und überlege mir mal einen kurzen Namen. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich, Freunde.